Willkommen bei Drucker Channel. In der letzten Zeit hörte man immer wieder von Warnungen, bloß keine Lexmark-Firmware-Updates durchzuführen, weil dann kompatible Tintenpatronen nicht mehr funktionieren würden. Bislang gab es für die neue Generation der Lexmark-Tintendrucker ausschließlich originale Tintenpatronen. Die hießen Nummer 100 bzw. Nummer 105 und sind mit einem RFID-Chip ausgestattet. So kann der Drucker mit den Patronen kommunizieren. Mittlerweile sind diese Chips aber geknackt und es gibt kompatible Tintenpatronen für diese Drucker. Hier ersetzen wir in einem Lexmark Prestige Pro 805 die Originalpatronen durch kompatible Kartuschen. Der Drucker nimmt die neuen Patronen klaglos an. Und drucken kann man mit ihnen auch genauso wie mit den Originalpatronen. Man merkt quasi keinen Unterschied. Anschließend haben wir die Firmware auf den neuesten Stand gebracht. Dabei muss man außerdem auch zustimmen, dass man den Drucker nur mit Originalpatronen von Lexmark verwendet. Nach unserer Rechtsauffassung kann Lexmark ihren Kunden nicht verbieten, kompatible Tintenpatronen einzusetzen. Das Firmware-Update funktioniert weitestgehend automatisch. Wichtig ist, dass man den Drucker während der Firmware-Übertragung nicht ausschaltet. Der Drucker startet dann wieder neu. Als die neue Firmware im Drucker gespeichert war, was die Software mit einer Display-Meldung anzeigte, haben wir nochmals gedruckt. Und voilà, der Lexmark druckte auch mit der neuen Firmware fehlerfrei. Unser Tipp: Wenn Sie mit kompatiblen Tintenpatronen arbeiten wollen, kaufen Sie immer nur kleine Mengen. Sollte Lexmark diese Patronen mit einem Firmware-Update verbieten, dann sollte Ihr Händler die noch nicht benutzten Patronen zurücknehmen. Und Patronen mit einem neuen Chip, die dann wieder im Lexmark funktionieren, werden dann bestimmt wieder in Kürze auf dem Markt sein.